Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Squadrons. In der letzten Folge wurden ein paar unserer Speer zerstört vom Imperium und wir mussten halt sehen, dass wir deren Störschiffe ausschalten. Und jetzt haben wir den Auftrag gekriegt, ganz einfach mal eben hier einen Sternzerstörer zu kapern, also beziehungsweise in Beschlag zu nehmen. Das ist doch ganz easy, oder? Das machen wir doch. Ja, los geht's. Ja. Da hinten wird schon gekämpft. Bereit, Vanguard? Wir stürzen uns jetzt direkt in die Action. Okay. Vanguard, folgt ihm. Wedge, dann. Talos Anführerin hier. Ich erbitte sofortige Hilfe. Captain Antilles in Begleitung der Vanguard-Staffel. Hier, um zu helfen. Verdammt gut, dich zu sehen, Wedge. Wir hatten schwere Verluste. Der Sternzerstörer muss gestoppt werden. Keine Sorge. Wir sind hier, um ihn zu kapern. Ihn was? Seid bereit. Jäger, die sollten wir zuerst loswerden. Konzentration, Vanguard. Priorisiert eure Ziele und greift an. Jo. Hier bin ich. Ionenwaffen verursachen minimalen Rumpfschaden, sind aber ideal für Truppentaktiken. Setze sie ein, um feindliche Sternjäger außer Gefecht zu setzen, woraufhin sie durch den Weltraum treiben und leichte Ziele für deine Verbündeten darstellen. Ionenwaffen sind außerdem das perfekte Werkzeug, um feindliche Schilde zu schwächen und die Subsysteme von Flaggschiffen zu deaktivieren. Okay. Statt Ionenraketen hätte ich am liebsten. Wow! Ich hier aber ganz schön eins auf den Deckel. Wo sind sie denn alle? Sag mal, also diese schwammige Maussteuerung in dem Spiel. Das ist ja. Dann bloß nicht aufhören. Okay. Ah, der nächste. Das war's. Alle Teils besiegt. Gute Arbeit, Vanguard. Okay, bei der Talos-Anführerin sammeln. Wedge, wir hatten schwere Verluste. Wir benötigen Reparaturen. Danach sollten wir verschwinden. Verstanden, Talos-Anführerin. Keine Sorge wegen der Imperialen. Wir halten sie auf Trab. Ihr wollt wirklich den Sternenzerstörer stehlen? Ja. Das ist der Plan. Nichts leichter als das. Mir nach. Begeben wir uns zu Victorum. Alles klar, Rich. Ach ja. So. Dann wollen wir mal. Konzentriert eure Schilde, bevor sie das Feuer eröffnen. Schildsteuerung, du kannst dich, deine Schilde zum Bug oder zum Heck deines Schiffes konzentrieren, um auf einer Seite für maximalen Schutz zu sorgen, während die andere Seite ungeschützt bleibt. Du kannst deine Schilde auch ausgleichen, verteilen, sodass Bug und Heck gleichermaßen geschützt sind. Okay. Schalte das Erfassungssystem aus. Und los.
Wenn du mir sagst, wo es ist. Wow. Okay. Alles sicher für die U-Flügler. Das ist unsere Chance, den Sternzerstörer einzunehmen. Wenn wir die Brücke erobern, haben wir Zugang zu den internen Systemen. Es geht nach einer Schwachstelle, an der die Entermannschaft einsteigen kann. Du bist an 5. Okay. Ein Sternzerstörer aufbrechen. Genau wie... Aber die nehmen die Geschütze am besten mal mit. So. Dann scannen wir mal hier hinten. Oh. Scan abgeschlossen. Na komm. Gut. Okay, dann säubern wir mal Himmel. Okay. Also. Ein Thai-Jäger. Tut mir leid, Kumpel. Was? Okay, drücke 3 und... Ah ja. Ja gut, aber ich hab lieber die... Boah. Okay, sieht gut aus. Oh, ist doch schön. Ja, was denn? Wo denn wieder mehr denn? Ach so. So war das. Ja, ist okay. Ein guter Whisky und alles ist vergeben. So, was, wie wer? Folg mir zum Treffpunkt. Wir gehen mit Deckung. Vanguard, los jetzt. Na, wohin führst du mich? Ja, ich folge. Wir haben euch im Blick. Seid ihr bereit für einen Sternzerstörer? Verstanden, Captain Antilles. Bringt uns hin, wir übernehmen dann. Ihr habt's gehört, Vanguard. Bringt die U-Flügler an ihre Position. Seid vorsichtig. Und wie? Und die Mannschaft des Sternzerstörers. Wenn unsere Entermannschaft die Brücke übernimmt, schalten sie die internen Sicherheitssysteme aus. Die Mannschaft wird kein Problem sein ohne Computerzugang und mit verschlossenen Panzertüren. Ein imperiales Trägerschiff. Sie schicken Verstärkung. Sie werden Victorum nicht kampflos aufgeben. Vanguard, schieß diesen Kreuzer ab. Ja, klar, kein Ding. Dann machen wir ganz easy, wa? Fortgeschrittene Zielerfassung. Standardmäßig berücksichtigen deine Zielerfassungssysteme nur Einsatzziele. Du kannst diese aber mit der mit dem Zielerfassungsrad ändern. Du kannst das Zielerfassungssystem beispielsweise auf Flaggschiffesysteme einstellen, um dich auf die Subsysteme eines tödlichen Sternzerstörers konzentrieren oder auf alle Feinde, um Feinde ins Visier zu nehmen, die nicht missionskritisch sind, wie TIE-Jäger. Okay.
Halte 5 und das Zierungsfassungsrad zu öffnen. Ach du Scheibe. Alle Verbündeten, letztes Ziel, Angreifen des Ziels, alle Feinde, Flaggschiffsysteme, Raketen, okay. Und alle Feinde und loslassen. Habe ich doch. Auszuwählen, okay. Hallo? Ja, habe ich doch. Halte 5, um das Zielerfassungsrad zu öffnen und alle Feinde auszuwählen. Ach, ich bin ja doof. Alle Feinde, nicht alle Verbündeten, ich Trottel. Okay. Na, wo ist er denn jetzt? Ach, echt? Na gut, dass du es sagst. Ja, wir haben's. Na gut, dann mach das. Und wir machen hier unser Ding, oder? Boah. Mache den Weg frei. Okay, wieder ein paar weniger. Ich krieg hier auch ein paar Treffer ab. Na, wo ist er denn? Oh, komm. Oh. Also diese schwammige Steuerung. Okay, an meiner Position sammeln. Machen wir. Wo ist er denn? Kumpel Reno. Wir sammeln. Zu mir, Vanguard. Informiere uns bei der Victoria. Die Hintermannschaft könnte Unterstützung brauchen. Ah ja, was sollen wir machen? Noch ein imperiales Trägerschiff. Jetzt sind es 3 Trägerschiffe. Was? Das sind viele. Bereit machen, Leute. Okay. Dann könnt ihr auch mitballern. Ah, so dachte ich mir das. Ja, nichts leichter als das, hä? Alles klar, Wedge. Eine Medaille haben wir nicht gekriegt. Kyo. Das nenne ich mal eine Mission. Das hat mehr Spaß gemacht, als meine Bestzeit an der Todesmarschstrecke zu verbessern. Wir haben einen Sternzerstörer stehlen können und unseren Freunden geholfen. Und wir haben Yavin gesehen. Wir haben immer noch Verbündete auf dem 4. Mond, aber ich bin noch nie dort gewesen. Bei Yavin war eine Energie zu spüren, die ich so noch nie zuvor erlebt hatte. Irgendwie chaotisch und besänftigend zugleich. Das Imperium verdirbt die Energie jedes Planeten, den es in seine Klauen bekommt. Aber ich kann immer das Gute spüren, das darunter verborgen ist. Und dafür kämpfen wir, für das Gute. Aber bist du etwa Jedi? Ich habe gesehen, wie Frisk Commander Javes genervt hat. So wie ich Frisk kenne, braucht der Commander bestimmt Hilfe. Ah, nee.
Das Imperium wird den Sternenzerstörer zurückhaben wollen. Aber na gut, sollen sie es ruhig versuchen. In meiner Heimat, als das Imperium in Mimban einfiel, haben wir einen gepanzerten Transporter mit Scoutläufern gestohlen. Als das Imperium nach ihnen gesucht hat, haben wir die Läufer einfach gegen sie eingesetzt. Das hättest du sehen sollen. Ich schätze, der Commander hat etwas Ähnliches mit dem Sternenzerstörer vor. Was sollte er denn sonst damit wollen? Wenigstens hat sich Wedge das richtige Team für die Aufgabe ausgesucht. Diese Faulenzer in der Alphabet-Staffel würden jetzt immer noch bei Yavin herumtrödeln. Genug geplaudert. Mal sehen, was der Commander als nächstes für uns geplant hat. Bestimmt was richtig Feines. Okay. Mülleimer-Druid. Nicht jetzt, Frisk. Sobald der Sternenzerstörer sicher abgeliefert ist, kann ich dir antworten. Wohin denn? Wir haben unser Leben riskiert, um den Sternenzerstörer einzunehmen. Und jetzt sagst du nicht mal, wohin er gebracht wird? Nicht meine Sache. Außerdem setze ich etliche Leben aufs Spiel, wenn ich jetzt zu viel verrate. Und das nach allem, was wir für Projekt Starhawk getan haben. Hör zu. Ich kann dir nicht alles verraten. Linden, die Soldaten auf der Victorum haben uns gerade einen Druidgeld geschickt. Jetzt? Mist. Ruf Vanguard für eine Eilbesprechung. Ja, Mist. Gerade wo es spannend wurde. Es gibt einen Notfall. Der gestohlene Sternenzerstörer hat unerwartet den Hyperraum verlassen, hinter feindlichen Linien. Unsere Truppen reparieren den Hyperantrieb bereits unter Hochdruck, aber ihr müsst ihnen etwas Zeit verschaffen. Eine imperiale Flotte nähert sich dem Sternenzerstörer Victorum. A-Flügler sollen die feindlichen Jäger abfangen. Der Rest der Vanguard-Staffel unterstützt und verteidigt. Ich kenne die imperialen Protokolle genau. Zweifellos wollen sie die Victorum mit Ionenwaffen lahmlegen, bevor sie sie mit Shuttles zurückerobern. Ihr müsst sie aufhalten. Die Victorum darf auf keinen Fall zurück in die Hände des Imperiums gelangen. Sobald der Hyperantrieb des Sternenzerstörers wieder läuft, gebt ihr Deckung, damit er sicher in den Hyperraum springen kann. Ich schicke euch die Koordinaten, wenn es soweit ist. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich hinter feindlichen Linien festgesteckt habe, in der Schlacht von Mimban, im ersten Jahr der Klonkriege. Die Separatisten setzten ein Bataillon von B2-Droiden im Nenth-Flachland ein und schnitten uns von der 224. Klondivision ab. Ein Gewitter hat unsere Kommunikation blockiert, also habe ich mir einen Lufthüpfer geschnappt, um mich mit der 224 zu treffen und Verstärkung anzufordern. Lief nicht so gut. Auf halbem Weg über das Flachland haben mich die Droiden vom Himmel geholt. Glaub mir, so eine geschmeidige Bruchlandung hast du noch nie gesehen. Naja, außer dass mein Arm im Wrack feststeckte. Dachte mir, bevor mich die Droiden erwischen, verabschiede ich mich lieber von einem Arm. Man braucht sowieso nur eine Hand, um einen Blaster abzufeuern. Ich bin also mit nur einem Arm und verdammt mieser Laune aus dem Flachland gekrochen. So ein Elend wie mich hatten die Klone noch nie gesehen. Aber sie pflegten mich zusammen und halfen uns, die verdammten Droiden wieder vom Planeten zu vertreiben. Hätte ich nur gewusst, dass die Klone 3 Jahre später durch Sturmtruppen ersetzt werden würden. Jedenfalls sollten wir zurück zum Hangar gehen. Die Victorum braucht uns. Die Klone wurden ja zu Sturmtruppen. Oder waren ja die ersten Sturmtruppen, glaube ich. Das ist meine Schuld. Ich habe den Reparaturaufwand unterschätzt. Jetzt ist das ganze Projekt in Gefahr. Hyperantriebe fallen aus, Ardo. Das passiert. Wenn ich vorgeschlagen hätte, weitere Techniker nach Yavin zu schicken, wäre das nie passiert. Keine Sorge. Vanguard ist einsatzbereit. Sie sind rechtzeitig dort. Nicht wahr? Ich weiß. Aber ich werde trotzdem Hosnian Prime kontaktieren und weitere Ingenieure anfordern. Nur für den Fall. Bewegung, Pilotin. Ja, klar sind wir rechtzeitig fertig. Ich muss zwar vorher nochmal ordentlich aufs Klo und schnell noch eine Familienpizza essen oder sowas, aber ansonsten war echt. Echt. Wir kriegen ein. Boah. A-Flügler sind so schnell, wie du sie fliegen kannst. Rumpf und Schilde sind zu schwach, um sich gegen Großkampfschiffe zu behaupten, aber imperiale Sternjäger haben keine Chance. Ausrüstung bearbeiten?
Wir haben einige Möglichkeiten, um dich im Kampf gegen die Thais noch effizienter zu machen. Mir gefallen die Schnellfeuerlaser und die Speerfeuerraketen. Oh. Warte mal. Maximaler Schaden? Aha. Sind dann pro Sekunde. Standard. Okay, die haben wir ja schon. Kann man sogar vergleichen. Ja. Haben aber kurze Reichweite. Na gut, das ist nicht so schlimm. Wir müssen eh recht nah ran. Reparaturset. Stellt über einen kurzen Zeitraum hinweg die Integrität des Rumpfes wieder her. Bleibt länger am Leben, selbst während du unter Beschuss stehst. Okay, was ist das? Stärker Suchminen, okay. Auf Raketen. Ja, wir bleiben mal dabei. Zurück. Der Zusatz. Kessel Schnellfeuerungsraketen verfügt über eine sehr schnelle Zielerfassung mit geringen Sprengladungen. Diese Rakete ist ideal, um schnelle Gegner zu erwischen, die man ansonsten nur schwer ins Visier bekommt. Ah, das klingt gut. Okay, dann würde ich sagen, ach komm, hier, warte mal, Standarddeflektor. Reichen wir mal. Ausgerüstet Standard-Ionendeflektor. Extrem starker Schild mit niedriger Regenerationsrate reduziert sämtlichen Schaden, aber die Schilde regenerieren sich nicht mehr, wenn sie vollständig aufgebraucht werden. Ah ja, nö. Da habe ich lieber welche, die sich wieder regenerieren. Triebwerk Standard. Weniger Wendigkeit. Nee, die Wendigkeit werde ich brauchen. Ja, ich glaube, das Schiff lassen wir so und sehen in der nächsten Folge, wie gut wir mit einem Arbing umgehen können. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.